Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk, hier mit der Elite. Ja, das ist wirklich hier ganz High Society. Und ich würde mal sagen, die haben uns jetzt letztes Mal einen Auftrag gegeben und wir nehmen den an. Na gut, mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Wir sind froh über jeden Hinweis, der die Sache aufklärt und Zweifel beseitigt. Ja, dann gucken wir doch mal. Erstmal wieder. Ah, Licht. Oh, Hilfe, ist das hell. So. Wir gucken es uns erstmal an. Na, was haben wir denn da? Die Frage ist, was machst du hier? Ist auch mein Gehirn, oder? Und diesmal nimm gefälligst nicht jeden hübschen Arsch auf. Augen auf Ryan. Das Zeug gehört dem Rathaus. Sorg dafür, dass es auch so aussieht. Sieht sehr nobel aus. Halt! Bitte warten Sie hier! Warten Sie da, River Ward, NCPD. Polizei. Reinlassen? Lass ihn warten. Es ist dringend. Ich muss Mr. Ryans Sicherheitschef sprechen. Gerne. Nach der Konferenz. Okay, das ist interessant. So, Editiermodus. Wir springen nochmal zum Anfang. Der Kopf wollte den Sicherheitsdienst sprechen. Und diesmal wollte bestimmt. Hat er bestimmt. Die Leiche ist aus der Leichenhalle verschwunden. Das Zeug. Und von dem Geld hat sich irgendein Wichser eine neue Karre und einen hässlichen Anzug gegönnt. Weißt du das oder laberst du wieder Scheiße? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, weiß ganz genau, wie es läuft. Die Leute sind doch überall gleich. Okay, du laberst wieder Scheiße. Gehört dem Rathaus. Sorgt dafür, dass es auch so aussieht. Ah, wir pausieren mal kurz. Wer ist dieser Holt? Weiß nicht. Diese Clowns sind doch alle gleich. Stellvertretender Bürgermeister Welton Holt. Ryans Bulldogge. Okay. Wir gehen jetzt mal oben die eine Ebene durch. Nee, das nicht. Warte, da war doch gerade was. Hier. Nee. Doch die Tür, oder nicht? Ja, doch die Tür. So, was haben wir denn da? Wir sind Sekunden vor dem Anschlag gegangen. Sieht geplant aus. Als wäre es Absicht gewesen. Entweder das oder der Psycho hat die Chance ergriffen. Werd nicht paranoid. Okay. So, und eine Sache haben wir noch. Und mal, wo stehen wir denn überhaupt? Hier hinten? Ja, hier, ne? Terminal ist gecrashed, als er durch die Schranke kam. Der Glitch war kein Zufall. Na, hab schon größere Zufälle gesehen. Ach ja? Klar, wenn man zum Beispiel eine nagelt und später ihre Schwester und am Ende kommt raus, es waren beides Nonnen. Alles klar. Ist dir das echt passiert? Nein. Aber wer weiß? Ja, also zugetraut hätte ich es ihm. Ja, hier ist der Cyberpsycho. Peter Horvath. Verkäufer, Mann mit Haarausfall, Mitte 40er. Subkonjunktivale Blutung. Erstklassige Cyber. Oh ja, okay. Ja, gut. Ja, komm.
Hallo. Sprechen. Gerne. Nach der Konferenz. Die Melodie. Ich kenne sie nicht. Melodie? Die er summt. Das ist doch keine Melodie. Er steht voll drauf. Okay. Entweder ein Psycho oder der will uns damit irgendwas sagen. Vielleicht steht er unter der Kontrolle von irgendeinem Konzern. Das ist die zweite Konferenz in 3 Tagen. Ich verstehe nicht, was der Aufwand soll. Deshalb bin ich Bürgermeister und du nicht. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Du arbeitest dich noch zu Tode. Heute Abend ruhe ich mich aus. Mein Zimmer im Red Queen's Race ist bereit? Ja, natürlich. Gut, jetzt geh. Ich muss üben. Red Queen's Race. Klingelt's da bei dir? Klar. Eine Versammlung alter Engländer mit Perücken, die erhänget sie, rufen. Du kannst doch einfach sagen, dass du keine Ahnung hast. Sieh mal einer an. Mhm. Okay. Ich glaube, dann sind wir fertig. Halt! Bitte warten Sie hier! Nö, ich gehe raus. Gut. Du bist da. Fantastisch. Und? Was meinst du? Hast du irgendwas Verdächtiges gesehen oder denkst du, wir sind paranoid? Achso. Die Sache stinkt schlimmer als die Coronado Bay im Juli. Wir hatten also recht. Hast du irgendwelche Fragen? Red Queen's Race. Was ist das? Keine Ahnung. Noch nie davon gehört. Okay. Wer ist Holt? Ryans Stellvertreter. Seine Bulldogge sozusagen. Hat Ryans Posten übernommen. Wozu diese Konferenz? Was sollte das? Es gab keinen Anlass. Ryan hat sich einfach gerne reden hören und mochte TV-Auftritte und diesen ganzen Kram. Wenn ich mich recht entsinne, war die Abnahme der Kriminalität in Night City der Grund. Ryan wollte die PR. Sorry, Abnahme? Ryan hat Pacifica zum unabhängigen Bezirk erklärt. Damit fielen die Statistiken dafür weg. Clever. Ja, okay. Vielleicht ist dann doch nicht ganz so schlimm, dass er tot ist. Ryans Retter, dieser Cop. Wisst ihr was über ihn? Detective River Ward. Guter Mann. Hatten ein paar Fälle zusammen. Wenn du ihn sprechen willst, mache ich euch bekannt. Okay. Ryans Mietmuskeln. Sind die NCPD? Nein. Alles von Holt Hand verlesene Konzernleute. Aber unter ihnen sind auch Ex-Cops. Hatten außer Ryans Leuten noch andere Zugriff aufs Terminal? Nur das NCPD. Sonst niemand. Okay. Wow, Wards Timing war super. Entweder hatte er Riesenglück oder eine gute Quelle. Ich werde wohl beides brauchen. Schön gesagt. Ich schicke dir seine Daten. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Wir helfen gerne. Gut. Oh, ich will mitfliegen, bitte. Oh, wie geil. Ich will so gerne mit so einem Ding auch wieder mitfliegen, ne? Wir sind ja ganz am Anfang einmal damit geflogen. Okay, warum wird mir hier ein grüner Punkt angezeigt? Das ist mein Auto oder was? Ich glaub schon, oder? Okay, wir kommen gar nicht rein und es ist auch einer drin. Egal. Gut. Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Setz und warte auf Bill. Was ist das denn hier? Irgendwas war an diesem Job von Wakako. Achso, das ist das, okay. I fought the law. Na komm, machen wir das mal weiter. Das hört sich interessant an. Gut. Don't
ist Ward. Wer ist da? Ich bin Vee, untersuche den Tod eines gewissen Lucius Ryan. Ich frag mich wieso? Du bist kein Cop. Ich führe in der Sache eine Privatermittlung durch. Viel Glück dabei. Und tu mir einen Gefallen. Vergiss diese Nummer. Ich mag Schnüffler so wenig wie Calientes Cop. Ich bin kein Privatdetektiv. Was dann? Triff mich und find's raus. Okay, ich bin gleich im Chubby Buffaloes. Schon unterwegs. Okay. Nur 1,1 Kilometer. Gehen ein paar Zeta-Tech-Konzerne in eine Werkstatt. Die Pointe? Keiner kommt wieder raus. Offenbar ist das ein Familienbetrieb, bei dem es schlecht läuft. Ich vermute, dass jemand durchgedreht ist. Und ich vermute meistens richtig. Oh, die Musik, Alter. Einmal wieder Platz da. Ich habe einen Auftrag für die Regierung. Ey, die Musik ist ja geil. Da Aufgabe für die Regierung. Auftrag für die Regierung. Und bis da hoch. Alter, warte mal. So. Wie? Gut, dass du reingehst. Ich glaube, ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich habe gar nicht aber angenommen. Glaubst? Okay, ich brauche wirklich deine Hilfe. Können wir uns treffen? Atme erst mal durch, Panam. Was ist denn los? Erinnerst du dich an Saul? Anführer meines Ex-Clans? Ihr habt euch zerstritten oder so. Aber das ist jetzt egal. Die haben... Wir sollten das nicht hier besprechen, wie? Sag mir einfach, wann und wo. Nur ernst ehrlich, wie schön es ist, das zu hören. Komm zum Alde Kaldos-Lager. Ich erklär's dir dort. Die Alde Kaldos? Ich dachte, ihr kennt euch nicht mehr. Ach. Ist eine lange Geschichte. Beeil dich einfach, ich bin schon da. Okay, mach ich direkt hier nach. Aber, yo, ist ja eine richtig romantische Aussicht hier, ne? Wow. Gut, wir speichern einmal ganz kurz. Dankeschön. Warte mal, was? Achso, nein. Wo sitzt er denn? Da sitzt er. Ich glaube, hier will dich jemand sprechen. Frag mich weswegen. Bist du River Ward? Wer bin ich? Wie, richtig? Mein Partner, Detective Hahn. Okay, danke für das Treffen. Neuerdings auf Schmusekurs mit Söldnern? Halt mal den Ball flach. Ich will nur hören, ob es irgendwas Neues zu Ryans Tod gibt. Ryan? Immer noch? Der Boss hat auch gesagt, du sollst es gut sein lassen. Du weißt, er hasst es, sich wiederholen zu müssen. Und falls dir der Boss am Arsch vorbeigeht, dann wenigstens auf deinen Buddy. Das ist gut sein. Mach doch gar nichts. Ich sitz nur hier, lauf Kaffee und hör mir Tratsch an. Okay. Mach, was du willst. Aber lass mich aus der Sache raus. Muss eh meine Tochter abholen. Und ihr zwei solltet euch eine ruhige Ecke suchen. Nicht, dass jemand mithört. Okay, weiter. Vor dem Anschlag wolltest du mit Ryans Leuten reden, ihnen irgendwas sagen. Was war das? Weißt du, was ich mich frage? Was interessiert dich das alles? Wer bezahlt dich? Na, das würde ich gerne nicht sagen. Sorry, die Namen meiner Kunden sind vertraulich. Tja, dann hast du hoffentlich noch mehr heiße Spuren. Denn von mir wirst du gar nichts erfahren. Du beginnst weder aus Gemeinheit noch Neugier. Ich schütze nur meinen eigenen Arsch. Hier geht's auch um meine Sicherheit. Also, bevor ich dir was erzähle,
muss ich wissen, für wen du arbeitest. Ja, fick dich. Bliss und Jefferson Perales haben mich angeheuert. Der zukünftige Bürgermeister. Hätte ich mir ja denken können. Weißt du was? Ann hatte recht. Hier gibt's entschieden zu viele Ohren. Mein Wagen steht draußen. Gut. Okay, klar. Der zukünftige Bürgermeister ist das ja. Das hätte er mir auch mal ruhig sagen können. Aber warte, wir machen mal ganz kurz eben das. Finde ich sonst ein bisschen sehr verwirrend. So. Warte. Du bleibst da, was alles ist. Was verstehst du daran nicht? Unterbrich mich nicht. So. Ein paar Jungs vom Revier haben Howard in Arroyo gesehen. Hat auf Tonnen geschossen. Von dem Treffen mit Ryan gefaselt. Haben ihn festgenommen. Hm? Wen? Peter Horvath. Der Cyberpsycho, der Ryan später angegriffen hat. Haben ihn nach Downtown gebracht, aber dann kam er ihnen abhanden. Also hast du eine Bedrohung in ihm gesehen und wolltest Ryan warnen? Nur so, weil du ein herzensguter Mensch bist? Das klingt ja so, als müsste ich mich dafür schämen. Das nicht. Ist nur heutzutage ziemlich ungewöhnlich. Du sagst, er kam abhanden. Was soll das bitte heißen? Das heißt, irgendwer wollte verhindern, dass er hinter schwedische Gardinen kommt. Und bevor du fragst, nein. Ich weiß nicht mehr. Jetzt hab ich mal eine Frage. Warum interessiert sich Perales plötzlich dafür? Und warum auf inoffiziellen Weg? Ich schätze, Perales will Holt diffamieren. Glaubt, Holt steckt mit drin? Selbst wenn nicht, ein ermordeter Bürgermeister macht sich nicht gut im Lebenslauf des Stellvertreters. Vielleicht hat Perales Angst. Angst wovor? Dass er einmal im Amt auch so endet wie sein Vorgänger? Ich hätte keinen Bock darauf. Sagt dir das Red Queen's Race was? Weißt du, was das ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hat das was mit Ryans Tod zu tun? Er wollte da an dem Tag hin, als er starb. Okay, wir besuchen meinen Informanten. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein schicker Club ist. Weiß aber nicht, wo. Mein Informant könnte es wissen. Danach gehen wir zu Howards Arbeitgeberin. Ja, wir reden zuerst mit ihr, wie du willst. Warte mal, wir? Dieser Fall lässt mir einfach keine Ruhe. Er wurde viel zu schnell abgeschlossen. Du machst deinen Job. Ich sammle genug Beweise, damit mein Chief den Fall wieder aufrollt. Win-win. Also, wohin zuerst? Zuerst zum Informanten. Besuchen wir deinen Informanten. Der Club hat Priorität. Meinetwegen. Kannst du mal ruhig fahren, bitte? Da fahre ich jetzt besser. So, wollen wir gucken, wohin es geht. Alter, diese Innenausstattung, ne? Wie viele Details die da reingemacht haben. Boah, einfach nur geil. Hier mit der Klimaanlage auch und alles. Nice. Alter, jetzt drück mal auf die Tube, Mensch. Oh. Nächstes Mal will ich fahren. Was ist das denn da? Remove moving core armature. Nicht schlecht. Diese Details meine ich. Hä? Was ist jetzt passiert? Hier arbeitet er. Rede du mit ihm. Meine Cam ist schief. Sag ihm, Igor lässt grüßen. Er wird es verstehen. Er ist dein Informant. Kennt mich nicht. Bei unserem letzten Treffen lief's nicht so gut. Für ihn. Wie er verraten hat, haben's erfahren. Ich glaube, ohne mich kriegst du mehr aus ihm raus. Jedenfalls ohne nachzuhelfen. Wer ist der Typ? Der stolze Besitzer. Hat illustre Kunden und ist schrecklich neugierig. Weiß über alles und jeden Bescheid. Außerdem ist er ein Feigling. Perfekte Kombo.
Okay, interessant. Okay, dann warte hier. Okay, jetzt aber nicht mehr, ne? Nee. Alter, sieht geil aus. Ja, okay, gut. Wir speichern nochmal eben. Und dann betreten wir mal das Geschäft. Ah, so ein Geschäft ist das. Okay, gut zu wissen. Ah, die berühren sich doch noch nicht mehr als Mensch. Ah, richtig schön Nilfgaard. Captain Picard. Beam me up, Scotty. Ach Gott. Willst du dich inspirieren lassen oder suchst du was Bestimmtes? Hier wirst du auf jeden Fall fündig. Ich suche einen Club. Red Queen's Race. Ich an deiner Stelle würde mir lieber was Gastfreundlicheres suchen. Das lese ich in Kabuki zum Beispiel. Oder das Clouds in Japantown. Ich will eine Adresse. Der Club ist nur für geladene Gäste, okay? Wer die Adresse nicht kennt, ist da nicht willkommen. Igor lässt grüßen. Fuck, nein! Ich hab gesagt, ich bin raus! Ey, bleib hier! Lasst ihr mich alle in Ruhe! Bleibst du hier? Wo sei denn da hinten, ist er? Oh, fuck! Hallo, hier. Verpiss dich! Ganz ruhig. Ich hab nur eine Frage. Hier gibt's nichts zu sehen. Na los, verzieh dich! Er hat sich bestimmt meine Waffe angeguckt. Du kannst mich zu nichts zwingen! Keine Sorge, niemand erfährt von unserem Gespräch. Und ich verspreche, das ist das letzte Mal, dass Detective Ward dich besucht. Ist doch so, Detective? Ja, ich schwör's auf die Geister meiner Ahnen. Wir wollen nur die Koordinaten vom Red Queen's Race. Okay, aber das ist das letzte Mal, echt jetzt. Der Laden liegt außerhalb der Stadt am Fluss, nahe Bonita Street. Du warst dort? Für ein paar Lieferungen. Ware, manchmal Leute. Aber was ihr da wollt, ist mir schleierhaft. Club ist leer. Haben ihn dicht gemacht. Dicht gemacht? War das vor oder nach Ryans Tod? Kurz danach, glaube ich. Danke, Neil. Okay. Beschissenes Pech. Sieh an. Das nenne ich mal einen Durchbruch. Sieht vielversprechend aus, aber wir sollten trotzdem zum Markt fahren. Markt? Howards Boss. Ist eine gute Spur. Die sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Ja gut, dann fahren wir zuerst zum Markt. Fahren wir zu deinem Markt. Nehmen wir mein Auto? Na komm, meinetwegen. Klar, gerne. Aber bitte fahr etwas schneller diesmal, ja? Und gib mir nicht wieder diese scheiß Kameraoptik. Alter, jetzt kann er noch niemals mehr schnell laufen, oder wie? Komm. Gut. Da haben wir den gerade aber, glaube ich, richtig schön eingeschüchtert mit unserer Nahkampfwaffe. Alter. Vor allem jetzt hier auch im Regen, das sieht geil aus, finde ich. Findest du auch? Ja, ne? Gut. Also was haben wir denn jetzt für Informationen? Dieser Red Queens Platz da wurde geschlossen nach seinem Tod. Das hängt damit auf jeden Fall zusammen. Das ist richtig. Keine Ahnung, warum das die Netrunner vorher nicht gesehen haben, aber ja gut. Und wir haben jetzt hier irgend so einen Informanten hier noch. Irgend so eine Spur hier mit dem Horvath. Okay. Und danach müssen wir dann auf jeden Fall zu Panem. Die tut mir jetzt schon leid, dass wir da jetzt noch nicht hin sind. Ich hoffe, die Mission schlägt nicht fehl. Weil das wäre echt scheiße. Liv Newt. Ist das hier? Okay. Traumateam.
Oben ist wieder das Wide Open Logo, sehr schön. Wir fahren hier gerade anscheinend in eine nicht ganz so High Society Ecke, oder? Ich bin ein bisschen heruntergekommen daraus. Oh nö. Reden macht 90% der Arbeit eines Detectives aus. Aber das weißt du ja schon. Ist echt ein Naturtalent, W. Ja, ich weiß, ich bin super. Und woraus bestehen die restlichen 10%? Berichte schreiben. Und? Mit wem wollen wir hier reden? Cyberpsychos Boss, richtig? Christine Markov, 42. Laut Akte Horvaths einzige Arbeitgeberin. Auch sein einziger Kontakt. Komm, wie? Jo. Alter, jetzt kommt auch noch Delamain dazu. Willst du mich eigentlich verarschen? Virus in oh nein. Haben die Persönlichkeit ihn übernommen? Oh Gott. Keine Ahnung, nach wem wir suchen. Wir müssen rumfragen. Ich fang links an, du rechts. Hier können wir machen. Bist du Christine Markov? Nein, aber ich kenne sie. Hat den Textstand auf der anderen Seite. Ah, okay. Das war einfacher als gedacht. Scheiße. So. Du musst hier weg. Ich? Nein. Christine Markov, wir haben ein paar Fragen. Oh, seid ihr Bullen? Nee. Nein, wir sind keine Cops. Suchen nur Antworten. Also ich zumindest nicht. Jeder sucht dauernd nach irgendwas. Bei Cops weiß ich wenigstens, wo ich stehe. Wenn ich aber anderen zu viel sage, stehen am nächsten Tag Konzernschläger oder Gangs auf der Schwelle. Peter Horvath hat für dich gearbeitet, oder? Ja, hat er. Bis er nicht mehr gearbeitet und nur noch Reden geschwungen hat. Hat Horvath hier gut verdient? So viel wie sein Chrom wert war, hätte er den ganzen Markt kaufen können. Hat massig Kohle verdient, klar. Verdammter Millionär, wie wir alle hier. Woher hatte er dann die Eddies? Weißt du was? Wenn ich das wüsste, würde ich hier keinen Scop anhaben, nicht zu verscherbeln, sondern im eigenen AV schnurstracks von hier verschwinden. Peter tauchte eines Tages damit auf. Völlig aufgedreht. Bin gefragt, woher er das Zeug hat. Er meinte nur, endlich hat einer seinen wahren Wert erkannt. Dann hat er eine seiner Tiraden losgelassen. Wann hat das seltsame Verhalten angefangen? Das Wort seltsam hat bei ihm nicht dieselbe Bedeutung wie bei anderen Leuten. Horvath war nie völlig normal im Kopf. Und wenn man den Horvath vor der Haft mit dem danach vergleicht, beides irre, aber beide anders. Okay. Was für Reden waren das? Ryan. Konzerne haben ihn bei den Eiern. Guck mich nicht so an. Hat er mich gefickt. Sein Motto. Was hatte er gegen den Bürgermeister? Ha. Sinn und Verstand bei diesem Verrückten? Der dachte bestimmt, Ryan spricht durchs Fernsehen zu ihm, macht ihm Versprechen und hält keins. Hört zu, ich habe euch gesagt, was ich denke. In Horvaths Augen waren alle hinter ihm her. Allen voran Lucius Ryan. Und wer war in seinen Augen sonst noch auf Horvath aus? Außer Ryan? Die Präsidentin, schätze ich. Dann Arasaka. Erst der Alte. Und als der starb, war sein Sohn an der Reihe. Wer das alles, Detectives? Ihr vertreibt meine Kunden. Okay, interessant. Ich habe einer seinen Wert erkannt. Horvath hatte Helfer. Hätten wir uns denken können. Scheint erstmal so, als hätte das nichts gebracht. Aber manchmal erschließt sich was, wenn man den Kontext hat. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat Kopfschmerzen. Unwichtig. Nebensache, oder? Normalerweise schon. Aber dann rast der Typ direkt in den Gegenverkehr. Der Nachbar erinnert sich an einen Kerl, der die Klimaanlage in der Wohnung des Typen mit den Kopfschmerzen repariert hat. Unfall? Nur Zufall? Oder Gift, das über die Luft verteilt wird. Also Mord. Hattest du echt mal so einen Fall? Nein, ist erfunden. Unterstützt aber meinen Standpunkt.
Ey. Lass mich das machen, Dee. Jo, Dekoppa-Ji. So ist der neue Tuba, gell? Abmarsch, Luck. Dein kleiner Freund sitzt für Jahre. Willst du das auch? Oira, Juri, Jibun, no Simpai, Ustara, Dode. Tuba, no Meide, Hajo, Kakuna, Jeda. Torichki, Koto, Ariengate. Er will das alleine machen. Stimmt. Ihr habt den einzigen Partner verloren, der nicht völlig gehirnamputiert war. Zu blöd, dass er auch ein Kinderficker war. Hier ist euer Deal. Verpisst euch, und zwar sofort. Sonst verhafte ich euch als Beteiligte an Bürgermeister Ryans Mord. Was deine Karre, Drecksbulle? Na, seid ihr Tiger Claws? Das war mir wieder klar. Die Assi ist aus der Welt. Das hast du gut gemacht. Mit dir unterwegs zu sein ist echt gefährlich. Hast du Ärger mit allen Gangs oder nur den Tigers? Ich bin ein Cop. Was glaubst du denn? Gut, dass keiner gestorben ist. Weniger Papierkram. Okay, auf zum Red Queen's Race. Bist du mit mir? Klar, ich fahr bei dir mit. Einmal noch. Einmal noch gebe ich dir die Chance. Hä? Ich habe nicht auf Überspringen geklickt. Hallo? Okay. Er musste sich nur erstmal sammeln. Verständlich. Hat ja auch viel zu tun hier, ne? Von wie er da sitzt, irgendwie mit dem Kopf da so weit vorne. Ey. Komm, weh. Hat er die Fahrt jetzt doch übersprungen, oder wie? Okay, wieder ein Auto hier wahrscheinlich. Ja, wieder ein Auto. Gut, ich würde aber sagen, wir sprechen in der nächsten Folge mit ihm. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen. Neue Mission, ja, okay. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.